So, dann kommen wir heute am 2.1.2018 um, sagen wir mal 16 Uhr, wieder einmal zu den monatlichen kostenlosen PSN-Spielen. Denn ich habe meine Membership bis Januar 18, meine reguläre wäre meine gegangen ist bis Dezember 2018, ich habe aber verlängert bis Dezember 2020. Das heißt, ich habe die nächsten 2 Jahre erstmal Ruhe. So, was haben wir drin? Auf jeden Fall geht ihr erstmal natürlich dementsprechend auf die PlayStation Store. Das heißt zum Beispiel, so wie ich jetzt über Google, gibt den entweder den so den PSN Store ein und geht dann so. Oder ihr gebt gleich hier oben ein, kommt auch auf die Seite und geht dann so. Wie ihr dann geht, ist egal. Und dann geht ihr hier rechts auf diese Seite und dann seht ihr schon die Spiele für PlayStation 4, PlayStation 3 und PS Vita. Wir fangen dann dementsprechend hier unten ran mit einem Paket für PS4 und PS Vita, und zwar Uncanny Valley. Regulär ein Preis von 14,49 ist dementsprechend jetzt hier kostenlos, denn für die PS Vita ein Spiel, und zwar Psycho Pass Mandatory Happiness, regulär 39,99, kostet in diesem Falle nichts. Denn für die PS3 eine Vollversion, und zwar The Book of Unwritten Tales 2, normaler Preis 29,99, in diesem Falle kostenlos. Dann haben wir nochmal ein Game für die PS3, also eine Vollversion namens Sacred 3, normaler Preis 14,99 € in diesem Falle kostenlos. Red Sue, das ist irgendwie seit den letzten gefühlten 6 Monaten dabei. Brauchen wir nicht überspringen, weil bei mir steht schon erworben. Wird bei euch dann auch so der Fall sein. Dann kommen wir zu einem VR-Spiel. Und zwar für die PS4 mit dem Namen Star Blood Arena. PS VR Game für die PS4 hat einen regulären Preis von 29,99 €. In diesem Falle kostenlos. Dann kommt es eigentlich zu den richtigen Spielen eigentlich. Für die in der heutigen Zeit eine PS4 benutzen. Und zwar das erste, und zwar Deus Ex Mankind Divide Vollversion PS4, hat einen regulären Preis von 69,99 €, in diesem Falle kostenlos. Für die, die meinen Gaming-Channel kennen, fragen sich, ey, du hast das doch mal eine Aufnahme gemacht. Ja, ich hatte es mal übergangsweise als Disk-Version gehabt, habe den aber sozusagen dann wieder zurückgegeben und für mich geliehen, weil ich damit nicht klar kam. Jetzt 70 Euro nochmal gespart. Und Batman The Telltale Series Season Pass für die PS4 ist Paket. Das sind halt alle in diesem Pass alle Episoden drin. Das heißt zum Beispiel, wenn ihr zum Beispiel The Walking Dead kaufen wollt, da wird dann entweder stehen Episode 1 Season Pass aus komplette Game. So wie hier seht ihr Batman Season Pass, kauft euch einen Season Pass und dann habt ihr die ganzen Episoden und seid durch, hat einen regulären Preis, stand wie gesagt 2.1.2018, also stand Januar 2018, 29,99 € in diesem Falle kostenlos. So, regulär habe ich jetzt noch drauf 33,79, hatte vor ein paar Tagen noch 51 drauf. Ich hatte mir, was hatte ich mir gekauft für 5,99 € Duke Nukem 20er Anniversary für 5,99 € anstatt für 20. Und dann habe ich mir noch Grave Encounter Film 1 und 2 geholt, auch nochmal jeweils für 6 Euro. Das heißt, 18, müsst ihr jetzt eigentlich 18 Euro drauf rechnen. Oder 17 Euro 8. Ne, 17,97 müsst ihr jetzt drauf rechnen. Also, ich hätte 51 Euro was drauf vorher. So, diese ganzen Spiele hier, die wir jetzt im Januar haben. Wie gesagt, PS4, PS3 und PS Vita. Wenn ihr natürlich direkt über eure Konsole in den PSN Store geht,
Kriegt, seht ihr nur das für eure Konsole, das heißt, wenn ihr mit der PS4 geht, seht ihr nur die PS4-Sachen, wenn ihr mit der PS3, nur die PS3, mit der PS Vita, seht ihr nur die PS Vita-Spiele. Deswegen, wenn ihr das Maximum raushaben wollt aus der Membership, macht's über den PC, dann holt ihr nämlich das Maximum jeden Monat raus. Manche beschweren sich ja, ey, die Membership für ein Jahr kostet, okay, nach dem jetzigen Stand 60 € für 3 Monate 25 und 1 Monat 97. Überlegt jetzt mal, ihr bezahlt jetzt. Nein, will ich nicht. So. Stell mal vor, ihr bezahlt 24,99 für 3 Monate. Ja? So. Ihr habt jetzt Januar, Februar, März Membership frei. Im Januar habt ihr eine Ersparnis, wenn ihr beim PC jetzt guckt und nehmt jetzt wirklich das PS4, PS Vita und PS3 Paket mit. Habt ihr jetzt für Januar zum Beispiel 229,43 € frei. Wenn ihr jetzt auch für ein Jahr zum Beispiel kauft, 60 € habt ihr dieses eine Jahr praktisch mit dem Monat Januar schon raus. Deswegen verstehe ich nicht, dass manche sich beschweren, eine Membership kostet 25 bzw. 60 € je nach Ausstattung. Was wollt ihr eigentlich? Ihr kriegt im Schnitt, sag ich mal, ihr holt eine Membership für ein Jahr für 60 €, ihr kriegt locker das Zehnfache wieder raus. Guck mal, ich habe jetzt, wie gesagt, okay, ich habe bei mir müsst ihr jetzt rechnen 2 Jahre, das heißt, ich habe jetzt eine Membership für 120 € gekauft. Also für 2 Jahre. So, und habe im Januar schon die Membership für diese 2 Jahre eigentlich sozusagen rein rechtlich wieder raus. Wenn man jetzt auch mal so, jetzt als Beispiel nimmt, Deus Ex Mankind Divide, 70 €. So, das heißt, Beispiel ist auf ein Jahr hochgerechnet, ein Jahr Membership, das heißt, ein Jahr Membership 60 € und ich habe ein Spiel bekommen für 70 €. So, das verstehe ich nicht, dass ihr euch manchmal teilweise beschert. Okay, teilweise gibt es ein Spiel, die kosten vielleicht nur 15 oder 30 € sind vielleicht nicht so der Hammer. Aber man hat so die Faustformel, dass im Schnitt alle 3 Monate, so wie es jetzt hier in diesem Fall ist, Deus Ex, ein Game rauskommt, was halt dementsprechend seinen Preis auch wert ist. Das letzte war zum Beispiel Until Dawn. Das kam, glaube ich, im Oktober raus. November, Dezember und jetzt haben wir wieder Januar. Oder im September raus. So, das heißt, wie gesagt, im Schnitt alle 3 Monate kommt ein Spiel raus, wo ihr auch sagen könnt, jo, da haben sich jetzt die 60 € oder die 25 € gelohnt. Weil wenn ihr überlegt, ihr holt das Membership für ein Jahr, fupp, habt ihr jetzt schon im Januar schon im Schnitt das fast das Vierfache wieder raus. Ja? Also das 3,75-fache habt ihr jetzt hier raus gerechnet. Auf 229,43 gerechnet. So. Wenn ich Sony wäre, ne? Nur mal so eine kleine Randnotiz. Wenn ich Sony wäre, ich hätte zum Beispiel jetzt diese PlayStation Plus 14 Tage Testvariante, hätte ich zum Beispiel nicht gemacht. Die hätte ich komplett rausgehauen. Okay, bei mir steht auch nicht verfügbar, weil die nur mit Kreditkarte geht. Die hätte ich jetzt zum Beispiel komplett rausgehauen. So, PlayStation Plus für einen Monat hätte ich auch rausgehauen. Da hätte ich das so gemacht. Jeder, der sich eine PlayStation kauft, egal welche Version, ob das jetzt die PS4, die erste PS4 ist, die PS4 Slim oder die PS4 Pro, dass man eigentlich bei, so würde ich das machen, dass man dann zum Beispiel ein gratis Monat dabei hat. Mein Gott, das sind 8 €. Auf die kann Sony, sag ich mal ganz ehrlich, scheißen. Ja? Dass die 14 Tage weg sind, bei jedem Kauf einer Konsole einen Monat mit dabei ist, zum Testen. Dann hätte ich hier zum Beispiel jetzt die 3 und die 12 Monate würde ich drin lassen, aber erweitern. 3 Monate, 6 Monate, 9 Monate und 12 Monate, wo 12 Monate 60 € kosten. Dann kosten 9 Monate, sage ich jetzt mal, 45 €. 6 Monate kosten 30 € und 3 Monate kosten 15 € beispielsweise. So hätte ich das gemacht. Dass man hat 15 € für ein Vierteljahr, 30 € für ein halbes Jahr. Für ein Dreivierteljahr bezahlt man 45 € oder wenn man ein ganzes Jahr haben will, bezahlt man halt 60 €. So würde ich das machen. Von der Membership her. Wäre meine Rechnung. Gedacht, und bei jede verkaufte Konsole kriegt man automatisch eine Membership dabei. Sollte man für einen Monat eine Membership
automatisch mit dabei kriegen, weil diese 8 Euro, mein Gott, wie gesagt, oder auch bei Microsoft, für den sind 8 Euro, sag ich mal, nichts. Die sagen sich auf 8 Euro, pff, die machen, sag ich mal, wenn die jetzt ein Spiel verkaufen für 1 Cent, machen die ja schon 3 Cent Gewinn so ungefähr. Versteht ihr? Aber so würde ich das mit der Membership machen. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier die ganzen 7 Spiele drinnen. Normalerweise mit Let's You sind wahrscheinlich 8. Gehen wir weiter zur Kasse. So, und da jetzt ein Spiel ab 16 und eins ab 18 ist, müssten wir natürlich dementsprechend gleich. Okay, diesmal nicht. Normalerweise wäre es jetzt so, dass man jetzt sagen würde, dass man seine Daten eingeben muss von wegen Altersbestätigung, weil ja ein Spiel ab 16 mit Batman und ein Spiel ab 18 mit Deus Ex mit dabei war. Aber das war so der Fall nicht. Und so hat man jetzt mal 7 Spiele im Wert von grob 230 Euro geschenkt bekommen, also 229,43. Und ja, an dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zugucken und wir werden uns dann in 4 bis ca. 6 Wochen wiedersehen, je nachdem wann sie das freischalten für Februar mit den monatlichen Spielen für Februar 2018.